letzten Freitag hatte ich ein scheiss Erlebnis. Ich habe zufällig im Ausgang den Müller Reto getroffen. Mit dem war ich damals an der Kante, oh je. Und jetzt sehe ich den wieder und wir sind nicht einmal besoffen. Und ich habe natürlich gefragt, hey Reto, was machst du so? Komm, erzähl mal, wie geht's im Leben? Und dann hat er mir erzählt, dass er jetzt eben BWL studiert hat und gleich fertig ist. Und als ich ihn dann noch gefragt habe, hat er gesagt, es macht keinen Spass, er macht den Scheiß nicht mehr sehen und er freut sich schon, wenn er im Sommer mit seiner Freundin 2 Wochen auf Kreta kann und mal einfach an der Sonne liegen. Und ich muss rechnen, ich muss BWL machen und so weiter und so fort. Und er hat allgemein einen erschöpften Eindruck gemacht. Und das habe ich nicht verstanden. Und ich habe gefragt, wieso? Warum so viel von deiner guten Energie verbrennen? Und dann hat er mich angeschaut, als wäre ich der letzte Depp. Und hat gesagt, ich will doch später meiner Familie mal etwas bieten können. Oh, ich wünsche, wenn ich hätte BWL studiert. Ich sehe meine Familie schon in der Zukunft stehen. Die stehen ganz enttäuscht auf dem Zeltplatz im Tessin und sagen, Papi, warum können wir nicht, was schön ist, hingehen? Oh, ich wünsche, wenn ich hätte zu einer BWL studiert. Ich sehe meine Familie schon in der Zukunft stehen. Die stehen ganz enttäuscht an der Matcha irgendwo und sagen, Papi, hör auf, stauen wir, wenn Wochenende in Hongkong an einem Kongress ist und Kohle schäffelt, bauen wir in einer müde Baumhütte und gehen im Hornbach für einen neuen Akkuschrauber 70 Franken aus oder so. Währenddem macht das Bibel auf dem Konto die ganze Zeit bling 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 bling. Mann, ich stecke in der Krise, so ein kleines Kapital. Wie für mich in der Sternenhang kannst du gerade so gut verbrennen. Ich kann nicht mehr schlafen, ich höre immer nur den Satz. Du musst doch später deiner Familie mal etwas bieten können. Oh, ich wünsche, wenn es dich hätte, BWL studiert. Ich sehe meine Familie schon in der Zukunft stehen. Die ist ganz enttäuscht an der Matcha irgendwo und sagen, Papi, warum können wir nicht, wo es schön ist, hingehen. Wir werden uns nie etwas Grosses können leisten. Vielleicht einmal ein Abenteuer in Schweden oder so. Aber wenn meine Family vor teuren Geschäften steht und mich nicht anschaut, dann frage ich mich, wie will ich da hingehen? Die stehen ganz enttäuscht in der Winterjacke dort mit. Warum können wir über Festtag nicht einmal auf New York gehen? Oh, ich wünsche schon jetzt, ich hätte das keine BWL-Studie. Ich sehe meine Familie schon in der Zukunft stehen. Die stehen ganz enttäuscht an der Matcha und sagen, Papi, hör auf stauen, wir wollen etwas Teures haben.